Das wäre natürlich der absolute Hammer. Schön gechillt, Anne Achthuber in der Nacht und zack, Alter. Man muss nur mit dem Finger drauf zeigen und dann geht die Route schon runter. Alter, ich gehe direkt mal ran. Und da ist es was dran. Ist das der Hammer. Ich hab's einfach nur gehofft und ich habe gedacht, komm Alter, es ist gerade Nachmittag, fahr schon mal los, damit du rechtzeitig ankommst und hier rechtzeitig die Brocken rausziehen kannst, Alten. Wildkarpfen, okay. Ist okay, ist aber nicht zwingend Ziel. Zack, nochmal raus. Ich muss jetzt ein bisschen mitzählen, dass ich hier den Spot nicht direkt von vornherein überfütter. Zack, der nächste. Bremse langsam hoch. Ich hoffe hier natürlich auf Ette. Genau auf die. Auf Sterlet, Alter. Ist das der Hammer? Sterlet einfach nur auf dem Tauwurm. Das wäre der Mega-Burner, wenn das jetzt hier richtig schön läuft. Der Tobias Erdl, der alte Bänger, der hatte gerade schön irgendwie, was hat er, genau, der hat gerade so eine Laube gefangen und ich schreibe ihm so an und sage, Alten, schöne Laube. Und dann meint er, ja, ich muss aber Pause machen, eigentlich bin ich am Sterlitz kloppen. What? Da werde ich natürlich sofort hellhörig und denke mir, Alter, Sterlitz, komm mal ran hier. Oh, eine Aralbarbe auch noch. Was geht denn ab? Aralbarbe auch mega gut. Sterlitz, komm mal ran damit, habe ich mir gedacht. Denn so ein Sterletti, Alter, fehlt mir ja auch noch als Trophy. Und das wäre natürlich der Oberhammer. Das wäre der Oberhammer, wenn das klappt hier. An der Stelle vom Tobi, Alten, das wäre mega gut. Deswegen, zack, direkt hierhin und getestet. Futtermische schön zusammengebastelt. Und das Allerwichtigste, wird mir halt richtig schmeckt. Einfach nur auf Tauwurm. Nix hier mit Goldködern. Ich bin zwar schon dabei, fleißig zu buddeln. So. Bin ja schon dabei. Und fange auch ab und zu mal den ein oder anderen Goldköder schon. Ich habe ja jetzt endlich mit Level 41 da auch meine letzten Skillpunkte dann reingeballert. Dass da auch mal ein bisschen mehr bei rumkommt. Wenn es dann irgendwann, wenn ich dann irgendwann mit den Köderbeschaffung auf 100% bin, dann geht es auch hier mal weiter mit Goldködern auf, ja, auf Stör und Co. Ja, gerade gesehen, dadurch, dass es jetzt ja gerade Montag ist, gerade da bimmelte es schon direkt los, dann war das wohl schon ein Wochenrekord anscheinend hier. Vielleicht mit der Aralbarbe. Ja, kann natürlich sein. Aber grundsätzlich kann man auch sagen, diese drei Fische hier, die würde ich hier, ich würde den Kescher voll machen. Mit den drei Fischen wäre das der Burner. Gerne mehr davon. Ich bin gespannt, wie das jetzt hier läuft von der Mische, von der Frequenz. Ich bin auch durchaus geneigt, hier mal so ein bisschen Köderfisch nochmal mit reinzuballern. Wäre auch nochmal was. Vor allem einfach mal zu testen, wie das auch aussieht hier mit den gammeligen Köderfischen. Ich habe noch so ein paar halb durchgegammelte Kaulbarsche und sowas habe ich auch noch rumliegen. Bin ich auch übelst gespannt, aber jetzt erstmal natürlich testen hier komplett auf Sterlet. Kann natürlich ein bisschen dauern. Ich habe jetzt hier einfach mal für den Start, wir können ja mal kurz auf Set eingehen. Ganz normales Karpfenruten-Set mit der Tagara drauf, 32 Kilo Hauptschnur und dann hier allerdings ein bisschen feiner dran mit dem 27er Vorfach. War das hier auch 27? Genau, 27er Vorfach und hier habe ich mal Vorfachsmaterial verwendet. Alles mit einem 1-0er Haken. Ich wollte ein bisschen was Dickeres dran haben. Und ich habe das sandige Gewicht ausgewählt, denn ich bin hier mit der Route einmal durch und habe hier mal eben gescannt, die Area, den Untergrund abgetastet. Weiter hinten lehmig und dann hier in dem Bereich 18 Meter Clip, wo ich jetzt gerade unterwegs bin, da ist es dann eher sandig. Ich teste vielleicht auch gleich nochmal ein bisschen verschiedene Entfernungen, wobei es halt ein bisschen tricky ist.
Dadurch, dass man ja jetzt PVA drinne hat, sollte man ja auch vielleicht nicht so ganz weit weg von dem Spot, wobei ja die Spots eigentlich immer recht groß auch gefasst sind. Ich mache mal hier das PVA tatsächlich ab. Ich will es ja auch nicht überfüttern hier. Und dann, warte mal, weiterwerfen kann ich ja gerade nicht. Wenn ich nicht einen Clip einstelle. Ich war so auf 25. Werfen wir ein bisschen weiter. So. Das ist noch relativ nah. Das auch. 18, 25. Und dann machen wir nochmal eine 20 oder eine 21 dazu. So. Testen wir mal. Oh, ist ja gar nicht erst reingegangen, oder was? Dann werfen wir jetzt hier auch nochmal eben neu aus. Allerdings auch da jetzt runter mit dem PVA. Erstmal eine kurze Pause machen damit. Denn ich habe hier die größeren PVAs dran. Zack, 21 Meter. Es sinkt halt ziemlich steil runter hier, ne? So. 18 Meter... 21 Meter, 25 Meter. Gucken wir mal, was hier geht. Ich bin gespannt. Ich werde das noch ein bisschen hier austesten. Bisher war das ja, ich bin ja erst seit ein paar Minuten jetzt hier. Ich bin gespannt, was überhaupt geht. Vielleicht bin ich auch von den Haken zu groß. Aber ich hätte gerne auch die Chance auf einen richtig dicken Brocken. Und es bimmelt tatsächlich auch schon los. Von daher lasse ich das auch erstmal noch auf dem 1er, ne? Also auf den 1-0er. Und die Einserhaken, ja, die sind mir ein bisschen lütt, ey. Für die dicken Fische. Müsste doch eigentlich funktionieren. So, nächster Kandidat. Guck mal da, 1,5er Sterlet. Schönes Ding, ey. Schönes Ding. Auch da wieder ein bisschen weiter. Auch da wieder raus damit. Und auch das war jetzt die letzte Futtermische, die ich reingeschmissen habe. Achso, Futtermische, PVA. Gucken wir mal eben. Der Tobias Ertel hatte mir da auch direkt ein PVA-Muster geschickt. Und ich habe das gerade nachgebaut. Anfangs jetzt erstmal die größeren verwendet. Und ich werde dann jetzt erstmal gleich, also das war jetzt der letzte Wurf damit. Das heißt, jetzt sind... 10 Bällchen sozusagen am Spot. Das größere hier zählt ja quasi gerade für 2 Bällchen jedes Mal. Und damit habe ich jetzt ja 10 Futterbällchen am Spot. Das Ding sollte jetzt komplett aktiv sein. Und ich werde dann jetzt eine kleine Pause machen. Und ich denke mal so in den Morgenstunden baller ich nochmal ein bisschen was rein. Die Wirkdauer ist ja 27 Stunden hier von der Futtermische, hält also relativ lang. Aber ich denke, dass ich so, ja wie gesagt, in den Morgenstunden vielleicht nochmal so ein bisschen nachfüttern werde. Einfach mal 2, 3 Würfe mit den kleineren PVA und dann aber auch die wieder runternehmen, dass es halt nicht zu viel wird. Ne? Also Rapsamen ist drin, Flusswandermuschel ist drin, gehackte Würmer, Lehm immer wieder mit drin in solchen Mischen für am Grund lebende Fische. Ganz, ganz wild. Wahrscheinlich hilft es einfach nur, dass das ganze Zeug weiter am Boden kleben bleibt. Und es soll ja auch helfen, gerade bei strömungsstarken Gewässern, und da sind wir ja hier gerade auch, beziehungsweise es beeinflusst natürlich auch die Wirkdauer. Ja, getrockneter Krill und Krabbe Muschel als Dip ist da drin, also kann gerne so weitergehen hier. Ich bin übelst gespannt, was da noch passiert, und ja, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es hier rappelt. Tja, mittlerweile ist es hell geworden. Und es ist nicht viel passiert, muss ich sagen. Abgefahren. Ich habe jetzt gerade eben noch mal ein bisschen was geändert. Nachdem hier tatsächlich nichts weiter passierte, bis auf die 4 kleinen Fischis. Nichtsdestotrotz werde ich hier weiter rumtesten. Denn ich bin da ja schon ein bisschen gierig auch drauf. Was habe ich hier gemacht? Ich bin einmal extrem reingegangen mit einem 6,8 Kilo Vorfach und 1er Haken. Super tricky das Ganze, aber auch hier passierte nichts. Hier habe ich jetzt gerade eben das erste Mal ganz frisch ausgeworfen. Klassische Haarmontage, hier natürlich ein helles LED-Core, alles Sandfarben und natürlich das gleiche Blei.
auf Krill, komplett auf Krill. Und hier bin ich natürlich nach wie vor mit einem kleinen Futterbällchen, also kleines PVA mit der gleichen Mische drin, Tauwurm, Einserhaken. Da scheint, glaube ich, gerade irgendwo was dran zu sein. Irgendwo hat es gezuppelt, glaube ich. Oder war da nicht gerade ein Zuppler im Text? Vielleicht auch nicht, vielleicht auch direkt wieder abgehauen. Aber vielleicht geht jetzt gleich nochmal ein bisschen was rein. Ich teste noch ein bisschen länger als die übliche halbe Stunde. Ich bin gespannt, ob da noch ein bisschen was geht. Ei, 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 da sag mal einer, hier geht nichts, Alter. Man muss bloß mit ein bisschen feineren Vorfach hier rangehen und ein bisschen zarter ans Werk. Dann ballern hier auch die Brocken rein. Gerade dann doch nochmal was auf dem 6-Komma-Vorfach. Das war mir dann aber ein bisschen zu lütt. Und dann bin ich jetzt hier doch nochmal ein bisschen stärker dran gegangen. Und auch da haben wir dann nochmal einen etwas dickeren Brocken drauf. Ja, das ist natürlich tricky jetzt hier, ne? Mit solchen dünnen Vorfächern, wenn man dann eigentlich auf Sterlet aus ist. Und dann hat man keine Chance, hier wirklich Kraft zu übersetzen auf etwas dickere Brocken. Ich hoffe, das geht so. Gehen wir nochmal eine Bremse höher. Ei, 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 ei. Das ist halt das Risiko, wenn man hier fein rangeht. Das Schöne ist, man kann hier immer schön mit der Strömung noch mitlaufen, mitziehen. Und dann klappt das immer ganz gut. Und guck dir das an, Alter. 7,9 Kilo Sterlet, Alter. Bäm. Hat sich doch gelohnt. Sehr, sehr geil. Hat sich gelohnt. So muss das sein. Auf 13,8 Kilo Vorfach. Ja, ich werde deutlich feiner jetzt rangehen und weitermachen und weiter testen. Wenn dir das Ganze geholfen hat, auch einfach mal testen hier an der Stelle. Der Tobias Erdl hat hier ordentlich rausgezogen, sagt er. Und der musste erstmal eine Pause machen, bis sich der Spot regeneriert, um dann wieder ordentlich Cash zu machen. Ich meine, grundsätzlich ist es machbar hier, einfach nur auch mit dem Tauwurm zu angeln. Hatte ich in der Zeit, wo das Gewässer frisch rauskam, auch sehr, sehr viel gemacht und es hat super funktioniert. Also immer mal wieder testen und wenn man das natürlich auch noch kombinieren kann mit einer guten Futtermische bzw. mit PVA, ist da auch noch einiges drin. Petri, ihr Lümmels, gerne den Kanal abonnieren fürs nächste Video. Gern auch einen Daumen da lassen für dieses Video und wir sehen uns im nächsten oder im Livestream. Bis dahin, Petri.